18 Volt? 40 Volt? 54? 72? 80? Was ist hier los? Und das jetzt besser? Weiß ich nicht. Ultra Power. Ja, jein. Die sagen umwoben 21.700er. Bam, geht los. Das ist auf einmal leise. Und komme damit klar. Das Internet hat ausgedruckt, nochmal einmal durchgelesen. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und das sind alles 40 Volt Geräte. Und zwar geht es heute um Makita XGT, auch bekannt als Makita 40 Volt Akkus. Und ihr kennt mich und wer mich schon länger verfolgt, weiß, ich habe schon relativ häufig gesagt, Makita 40 Volt verstehe ich nicht. Was soll das eigentlich? Und das habt ihr auch immer wieder unter den Videos geschrieben. Was ein Quatsch und Makita hat doch irgendwie Quatsch gemacht und was soll das alles? Und genau darum soll es heute gehen. Denn ich habe mich wirklich mal in die Tiefe mit dem Thema Makita 40 Volt beschäftigt. Ich bin ganz tief reingetaucht, denn wir kennen ja alle noch die hier, die 18 Volt Akkus. Das sind die 40 Volt Akkus. Und heute sage ich dir, warum gibt es 40 Volt Akkus? Was ist der Vorteil von 40 Volt Akkus? Was machen die alles anders? Und warum hat der hier unter Umständen mehr Kraft als der hier? Heidewitzka. Und natürlich, wie immer bei unseren Highlight-Videos, gibt es etwas zu gewinnen. Und zwar dieses wunderschöne Radio, das 12 Volt, 18 Volt und 40 Volt fasst. Ja? Alles, was du dazu machen musst, ist einfach unten in die Kommentare schreiben, was hältst du eigentlich von 40 Volt? Wir haben jetzt hier also einen Makita 40 Volt Akku. Hier in dem Fall mit 5 Amperestunden. In der Vergangenheit haben wir den Akku schon häufig in der Hand gehabt, nämlich den 4 Amperestunden Akku. Und ihr kennt ja die Videos, die ich gemacht habe mit dem Akkuschrauber. Da habe ich einige Videos schon gemacht. Ich verlinke dir Nummer 1 hier. Und zwar haben wir einen Zuschauertest gemacht mit genau diesem Akkuschrauber. 40 Volt gegen 18 Volt und so weiter und so fort. So, wir haben hier übrigens 140 Newtonmeter, was das Ganze hier kann. Aber ich habe immer gesagt, Mensch, macht das Sinn? Was soll das? Ist das jetzt eine tolle Sache oder weiß ich nicht. Und ich habe immer wieder auch wirklich meine Zweifel geäußert, ob das wirklich Sinn macht. Und ihr seid dem auch so ein bisschen in den Kommentaren gefolgt. Einige fanden das toll. Viele haben aber gefragt, warum denn eigentlich? Weil ihr kennt das hier. Ja? Kommt ein bisschen dichter. Ihr kennt das hier. Und zwar den ganz klassischen 18 Volt Akku von Makita. In 5 Amperestunden zum Beispiel, in 6 Amperestunden wie den hier und so weiter und so fort. Ja, das ist der Klassiker. Aber Makita hat sich was Neues überlegt und zwar das Thema 40 Volt. Und wie ich sagen muss, nach etwas Nachdenken und Recherche, mit Grund. Und zwar mit gutem Grund. Denn Makita hat gesagt, wir wollen in die maximale Kraft gehen. Also in das maximal Brachiale, was überhaupt geht. Also in die Ultra-Power, würde ich jetzt fast schon sagen. Und zwar wirklich, Makita möchte Geräte bauen, Geräte erschaffen, die 230 Volt Geräte ersetzen. Ja? Und genau dafür sind sie angetreten. Und wenn wir uns das hier mal anschauen, ist es so, dass Makita bis jetzt schon, und das war auch eine Sache, die ich bis jetzt nicht hatte, ich hatte diese breite Auswahl nicht. Ja? Und ich wusste nicht so ganz, und ich hatte es nicht vor Augen und nicht in der Hand, was es alles schon für Geräte gibt. Heute ist es so, dass Makita zum Drehzeitpunkt jetzt gerade, hier könnt ihr nochmal gucken, wann das Video gemacht wurde. Zu diesem Zeitpunkt gibt es rund 60 Geräte für 40 Volt. Und bis Jahresende 2022 werden es wahrscheinlich so zwischen 80 und 100 Geräte schon sein, die mit 40 Volt ausgestattet sind. Und jetzt muss man dazu sagen, 40 Volt, oder viele von euch werden sagen, 40 Volt, boah, sind das wirklich 40 Volt? Ja, jein. Ja. Eigentlich sind das hier 36 Volt. Aber so ähnlich wie beim Thema, ihr kennt das bestimmt auch von den 10,8 Volt Akkus. Ja. Wir haben die kleinen Akkuschrauber, die kleinen 12 Volt Akkuschrauber. Da war es ja so, dass sie immer 10,8 Volt hießen und so weiter und so fort. Und irgendwann kam das Jahr, ich glaube 2018, 19, auf einmal gab es neue Akkuschrauber, 12 Volt. Das war natürlich nur ein Umlabeln, weil die maximale das Maximum, was diese Akkus immer hatten, waren 12 Volt, der Durchschnitt waren 10,8. So. Und hier hat Makita gleich gesagt, lass uns doch nicht 36 raufschreiben, bevor wir diesen Schritt wieder durchführen, dass auch die Mitbewerber, das ist jetzt aus meiner Sicht ist keine Mogelpackung in dem Sinne, weil man könnte jetzt auch sagen, naja, eigentlich sind es doch nur 36 Volt, aber am Ende ist es so, dass wahrscheinlich irgendwelche Hersteller wieder nachziehen und so am Anfang sagen 40 Volt und seid ihr wieder verunsichert, ist das schlechter, besser und so weiter. Deswegen haben wir hier gleich 40 Volt Akkus. Und der Witz,
an der ganzen Sache ist Folgendes. Und dazu muss ich jetzt mal ein bisschen Platz machen. Moment. Apropos Platz. Das Gerät kennt ihr schon, ja, den Akkuschrauber. Zur Seite stellen. Den hier kennt ihr auch schon, und zwar ist ein 40 Volt Bohrhammer. Hier, das ist der kleine. 2,8 Kilo, wirklich, ich weiß gar nicht, relativ leicht, hat aber 2,8 Joule, der kleine hier. Ja? Da kommen wir gleich nochmal dazu. Das legen wir mal zur Seite und das legen wir hier mal auch zur Seite. Schöner, kleiner, kompakter Bohrhammer. Und jetzt gucken wir uns mal was anderes an. Und zwar, wir nehmen jetzt mal andere Hersteller mit dazu. Wir haben hier Procore, wir haben hier also 18 Volt, 18 Volt, 18 Volt. Dann haben wir hier, wir machen es mal so, 18 Volt, 40 Volt, 54 Volt, hier von DEWALT. Und dann haben wir hier 72 Volt. Und jetzt ist es so, dass ihr euch sicherlich fragt, wie reiht sich das denn hier eigentlich ein? Ach so, Moment, ich habe was vergessen. Und zwar ist es so, wir haben nochmal 18 Volt, 40 Volt, 54 Volt und dann haben wir hier 72 Volt, aber auch Makita hat sich gedacht, wir machen das auch so. Und zwar haben wir hier 80 Volt. Genau, nämlich diese beiden hier zusammen, die beiden 40, haben ein neues Leistungssegment, nämlich auch 80 Volt. Und das ist auch, das ist eigentlich der Clou nochmal zu sich in der ganzen Sache. Nämlich, wenn ihr euch jetzt mal das Gerät hier anguckt, oh ja, das ist ein riesen Kavenzmann. Hier haben wir zwei Akkus drin. Ein Riesenteil. Und hier, schaut mal, hier steht es auch drauf. Hier XGT mal 2, nämlich hier 80 Volt Max. Ja? Das heißt, hier haben wir wirklich eine unfassbar brachiale Power. Falls ihr euch übrigens fragt, ja, das Ding hat fast 22 Joule Schlagenergie. Wiegt auch ein bisschen was, aber das ist schon eine ganze Menge. Und die Akkus sind es nicht, die das Gewicht machen. Bei zweifelnden Akkus sind es nicht so schwer. Das Gerät hat dann einiges mehr. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze aber mal an. Das ist nämlich wichtig, das hier ist total wichtig zu verstehen. Es gibt ganz normale 18 Volt Akkus. Ja, also erst einmal, gehen wir mal rein von der Spannung her hin. Ja. Es gibt 18 Volt, fein. Wenn man jetzt zwei 18 Volt jetzt zusammenpacken würde, ja, dann hätte man einen 36 Volt Akku, beziehungsweise hier in dem Fall einen 40 Volt Akku. Und jetzt hat Makita gesagt, ich möchte einen 40 Volt Akku rausbringen. Aus welchem Grund? Einfach, dass ich hier mehr rausziehen kann, also und dementsprechend mehr stärkere Motoren bauen kann und mehr Kraft habe. Einfach, ja. Und die Maschinen sollen mehr Kraft haben. Deswegen gehen ja viele Hersteller immer mehr auch in andere Richtungen. Ja? Procore ist nochmal ein anderes Thema. Aber erstmal, wir haben 18 Volt, 40 Volt. Vorteil von 40 Volt kommen wir gleich nochmal dazu. Ja? Und darum geht es nämlich, dass ihr versteht, wann macht 40 Volt Sinn und wann nicht. DEWALT ist hier einen anderen Weg gegangen, hat gesagt 54 Volt, ist auch momentan bei 54 Volt Max. Und das hier ist ein 72 Volt Akku. In der Sprache, die wir vorhin verwendet haben, wäre es aber auch ein 80 Volt Akku. Denn hier ist es auch so, dass Milwaukee gibt das Ganze an mit 72 Volt, aber das ist auch hier 80 Volt Max. Und jetzt kommt was Wichtiges. Wir haben hier also wirklich einen MX Fuel Akku von Milwaukee. Das ist schon ein ganz schönes Teil, auch richtig schwer. Wir haben hier aber auch über 400 Wattstunden an Energie drin gespeichert. Das ist schon ordentlich. So, und jetzt ist es aber so, dass Makita gesagt hat, wir bieten 40 Volt an und für die nächste Stufe, für die absolute Oberklasse, für da, wo Energie quasi niemals genug sein kann, schalten wir das Ganze zusammen und machen ein 80 Volt Gerät daraus. Ja? Das heißt also von der Kraft her ist das hier etwa dasselbe. Ja? Hier ist mehr Energie drin gespeichert, aber das hier ist ein 72 Volt Akku, das ist eigentlich hier auch ein 72 Volt, also oder 80-80, je nachdem wie ihr das jetzt lesen müsst. Ich hoffe, ihr versteht mich. Wenn nicht, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. So, ich habe jetzt nochmal hier von Milwaukee mir einen 18 Volt Akku geholt. Und jetzt, an dem kann man ganz gut erklären, warum sich Makita das 40-Volt-System überlegt hat. Nämlich, viele Hersteller haben durchaus ein System, wie jetzt zum Beispiel Milwaukee, mit 18 Volt. Dann kommt erstmal ganz lange nichts und dann kommt hier MX Fuel. Ja?
Darunter kommt 12 Volt auch noch. Ja, 12 Volt, 18 Volt, hier Lücke und dann 72 Volt. Und er hat sich jetzt Makita gedacht, wir machen Folgendes. Wir haben 80 Volt, dann haben wir 18 Volt natürlich, wir haben 18 Volt. Dann für das extra an Power so, ja, haben wir hier 40 Volt oben drüber. Oder, ja, als nächstes dann, und wenn ich das Ganze nochmal zusammenschalte, habe ich dann hier nochmal dann die nächste Stufe, nämlich 80. Und genau das finde ich ganz interessant an dem 40-Volt-System, dass sie die Lücke schließen zwischen der normalen Power, die für viele Anwendungen reicht mit 18 Volt, aber dass sie auch sagen, wir haben ja einen 40-Volt-Akku oder dann sogar einen 80-Volt-Akku, den wir dort haben. Und die beiden hier zusammengeschaltet, in dem Fall sind es glaube ich auch dieselben hier, die zwei, sind natürlich auch kompakter für kleinere Anwendungen als der hier. Ja? Natürlich speichert der hier 400 Wattstunden. Das ist schon irre. Der hier speichert aber auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 180. Ja? Der 5 Ampere speichert 180. Dann haben wir natürlich auch noch einen größeren, gibt es auch noch einen 8 Ampere Stunden. Ergo, ich habe zwei davon, ist etwa genauso viel Energie gespeichert wie in dem von Milwaukee. Das ist so, der Intention von Makita gewesen. Im Gegensatz zu diesen Akkus ist es so, dass die hier einige Vorteile haben. Unter anderem ist es so, dass wir hier ab dem 5 Ampere Stunden die maximale Power haben. Ja? Es gibt hier den 5er, demnächst gibt es auch den 8 Ampere Stunden und die hier geben das absolute Maximum an Power raus. Hier sind die 21700er Zellen drin, ja? Die sagen umwoben 21700er Zellen sind hier drin, also die stärksten Zellen, die man so in der Regel in solchen Geräten hier findet. Und der Vorteil an diesem Akku ist, er ist vierreich. Ja? Das heißt, man kann hier das Doppelte an Power nochmal rausziehen, wie aus dem 4 Ampere Stunden Akku, weil das hier ist zweireich, der hier ist vierreich. Und das ist schon mal ein riesiger Unterschied. Der hier gibt ja schon richtig gut Power, aber der hier ist nochmal eine Stufe oben drüber. So wie bei Bosch ist es ja auch so, hier haben wir ab 5,5 Ampere Stunden das Maximum an Power. Der kleinere Vierer hat das auch nicht. Und hier ist es auch beim 5er so. So, und jetzt ist die Frage, was ist an dem Akku auch nochmal anders? Ich habe gesagt, er ist robuster. Und zwar ist der IP56 geschützt. Das heißt, er ist für sehr, sehr große Stäube gedacht. Sehr große Stäube kann er abhalten und sogar Strahlwasser. Das heißt also, wenn du wirklich einen Schlauch nimmst, einen Gartenschlauch und strahlst da drauf, ja, kann da kein Wasser eindringen. Das ist schon der Hammer. Das heißt also, du kannst wirklich auch, wenn du draußen bist und nutzt zum Beispiel sowas wie diesen großen Freischneider hier. Hast du so einen Freischneider in der Hand, bist hier unterwegs, dann ist es so, dass du hier deine zwei Akkus drin hast. Das ist nämlich ein 80-Volt-Gerät und da kann dir Regen auf jeden Fall auch nichts ab. Das ist natürlich auch eine Haftungsfrage, zum Beispiel auch im gewerblichen Bereich. Ja? Gerade auch bei der öffentlichen Hand ist es so, dass man eigentlich mit so einer Schutzklasse schon unterwegs sein sollte und ich glaube sogar muss, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt also, der Vorteil von dem Akku zu dem ist, er ist wesentlich besser geschützt und ja, es ist so, der kann auch aus wesentlich größerer Höhe runterfallen. Ich mag das aus meinem Gewissen irgendwie nicht machen, den jetzt hier in der Gegend rumzuwerfen, aber wird angegeben mit, er ist wesentlich robuster. Hier ist auch eine Luftschicht drin und so weiter und so fort. Er leitet auch hier die Wärme schneller nach draußen und so weiter und so fort. All das. Was nochmal auch anders ist, ist bei dem Akku, er ist robuster auch in einer anderen Form und zwar der Halter ist robuster. Das heißt, der Halter, der jetzt hier reinklingt, schaut mal hier, der hier reingeht, das hier, dieses Diese Führung hier sind viel, viel dicker als hier beim alten. Ja, also wenn ihr euch das mir anschaut, das ist viel kleiner, viel filigraner, was ich hier habe, als bei den alten Akkus. Und zusätzlich, schaut euch mal das hier an. Moment, so, schaut euch mal hier an. Auch hier die Metallkontakte sind viel, viel größer gearbeitet, weil da natürlich ganz andere Leistung drüber geht. Ja? Dementsprechend, das sind alles so Vorteile, die das System hat. Und jetzt muss man natürlich gucken, je größer ein Akku wird, umso mehr muss er natürlich auch, schwerer er auch wird, umso und Vibrationen erzeugt werden, umso robuster muss auch die Halterung sein. Wir könnten jetzt in das Thema Elektrotechnik abdriften, aber werden wir nicht machen. Die Frage ist nämlich wirklich, warum kann ich nicht einfach einen größeren 18-Volt-Akku bauen? Warum ist das der 40-Volt besser oder was hat das für einen Vorteil? Es ist relativ simpel.
je mehr, also je stärker du an dem hier zerrst, ja, also im Sinne von Energie, je schneller du eine hohe Menge an Energie hier rausziehst, umso heißer wird das Ganze hier. Der hier wird nicht ganz so heiß, oder bleibt dabei etwas kühler. Das ist ein Riesenvorteil. Aber was bringt mir das Ganze? Ich kann jetzt mehr Energie rausziehen, das heißt, ich kann auch mehr in den Motor reintun. Ja? Ich versuche das wirklich so einfach, wie es geht, zu erzählen oder erklären. Das heißt, hier kommt mehr Energie raus und dann kommt vorne mehr Power auch raus. Und deswegen ist es so, dass auch kleine Geräte, ja, wie zum Beispiel hier ein Winkelschleifer, ja, den wir hier haben, der ist genauso groß wie der normale 18-Volt-Winkelschleifer. Ja? Er hat aber zwischen 30% und 40% mehr Kraft. Und das ist der Hammer. Das heißt, du hast hier einen Winkelschleifer, genauso wie der 18-Volt, sieht genauso aus, macht dasselbe. Aber mit einem 40-Volt-Akku da hinten hat er einfach, hat so, selbst so ein kleines Gerät, einfach mehr Kraft. Dadurch haben die es auch geschafft, den Akkuschrauber hier zum Beispiel auch recht kompakt zu halten. Ja? Das ist auch der Grund, warum es einen 40-Volt-Akkuschrauber gibt. Und es gibt noch einen zweiten Grund. Warum gibt es einen 40-Volt-Akkuschrauber? Weil es müsste nicht zwingend sein in der Klasse. Nein, Makita hat sich Folgendes gedacht. Wir haben zum Beispiel einen Akkuschrauber in 40 Volt. Wir haben einen Winkelschleifer in 40 Volt. Es gibt aber auch eine Kühlbox in 40 Volt. Ich glaube, die haben wir sogar schon mal hier getestet. Muss ich noch mal nachgucken, ob sie ist. Also Kühlbox. Es gibt ein 40 Volt Radio. Hier kann man aber auch 18 Volt Akkus reintun. Und jetzt wird es interessant. Ja? Wir haben dann 40 Volt Geräte, die nach oben gehen. Da haben wir hier mit einer Hand hier einen großen Bohrhammer. Oder dann schon diese riesen Kavensmänner wie den hier. Diesen riesen Bohrhammer mit fast 22 Joule. Ja? Ist natürlich schon von der Klasse her Wahnsinn. Ja? Und es gibt dann noch größere Geräte. Es gibt die riesengroßen Steinschneider, wo du einfach zwei so eine Akkus reinsetzt und dann diese großen Scheiben auch bewegen kannst. Oder zum Beispiel hier diesen Freischneider. Ja, schau euch das mal an. Wir haben hier wirklich einen echt großen Freischneider. Und das Ganze ist hier, ich zeige euch das nochmal, ist ein Gerät, hier vorne auch, hier sieht man das, mit 2x40 Volt. Das heißt, also wir haben hier ein 80 Volt Gerät. Hier hinten kommen zwei Akkus rein. Und dann haben wir hier ein Gerät. Ja, das Ganze hier hat 2 PS Leistung. Ja, und was ist der Vorteil? Und das, viele sagen immer wieder, ja Mensch, ja, es gibt es auch mit Benzin, es ist Benzin, Benzin, Benzin. Aber aus meiner Sicht hat das einen ganz klaren Vorteil gegenüber Benzin. Ich stell den mal kurz zur Seite. Weil was bedeutet denn das? Ihr habt jetzt so einen großen Freischneider mit Benzin. Oder hier habt ihr einen mit 80 Volt und habt zwei Akkus. Vorteil Nummer eins von diesen großen Geräten, wenn ihr dort den Benzinmotor setzt, Vorteil Nummer eins, da brauchst du keinen Vergaser einstellen. Da, nach dem Winter, wenn du es rausholst, das geht sofort einfach wieder an. Ja? Wer kennt das nicht, dass er ein Gerät mit einem kleinen Benzinmotor nach dem Winter wieder rausholt, dann ist der Sprit alt geworden, dann geht der Vergaser nicht, die Leitungen sind porös oder. Hast du alles dann nicht mehr. Das nächste ist, wenn du mit so einem Freischneider arbeitest, dann stehst du die ganze Zeit in diesen Benzingeruch, ja, und diesen Dämpfen und so weiter und so fort. Und den Abgasen auch, hast du da auch nicht. Du nimmst das Ding einfach, packst die Akkus rein, vollgeladen, bam, geht los. Das ist ein Riesenvorteil. Und genau deswegen versucht Makita auch immer mehr, die 230 Volt Geräte, ja, oder selbst benzingetriebene Geräte mit Akkus zu ersetzen. Und dafür gibt es 40 oder 80 Volt. Übrigens ein weiterer Vorteil ist, wenn du keinen Benzinmotor hast, es ist auf einmal leise. Es ist viel leiser. Natürlich sind die Geräte auch, haben eine gewisse Lautstärke, aber der Motor ist schon, das ist schon ganz schön laut meistens. Und jetzt stell dir Folgendes vor. Wir sehen jetzt hier diese ganze Range. Ja, und wann solltest du eigentlich ein 40-Volt-System, ein 40-Volt-Akku nehmen? Und da hat Makita eigentlich was Cleveres gemacht. Und das ist das, was ich wirklich nicht verstanden hatte. Und deswegen habe ich vorher immer gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Sinn macht. Doch, macht es auf jeden Fall. Ach, übrigens nochmal ein Hinweis, falls du dich für die 40-Volt-Geräte interessierst, ja, gerade auch für diese Riesengeräte hier mit 20 Joule, mit 22 Joule, hier mit 10 Joule Schlagenergie oder, dann findest du alles unten in der Videobeschreibung, wie immer im ehrlichen Preisvergleich. Also, aber was ich sagen wollte, ist Folgendes. Wenn du in deiner Anwendung sagst, für dich ist es interessant, mal wirklich in diese große Klasse zu gehen, diese hier zur Seite, zum Beispiel den hier, unseren 12-Kilo-Hammer, dann ist es so,
dass Makita sich gedacht hat, naja, jemand, der einmal eintaucht in das 40-Volt-Thema, dem wollen wir auch die gesamte Bandbreite bieten, dass er auch bei 40 Volt bleiben kann, dass er gar kein 18 Volt hier, dass er gar kein 18 Volt mehr braucht. Das ist auch der Grund, warum sie sehr stark auch nach unten gehen und sagen, okay, du bist jemand, der mit 40 Volt unterwegs ist, du brauchst vielleicht gar kein 18 Volt, aber du möchtest gerne zum Beispiel ein Makita-Radio haben, wie das hier. Ja, ganz einfach. Dann müssen wir auch eins anbieten, damit du hier auch mit 40 Volt klarkommst. Genau deswegen gibt es zum Beispiel auch Geräte, wie zum Beispiel der Akkuschrauber, wo es aus meiner Sicht nicht zwingend sein muss, aber schon auch Vorteile bietet. Ja? Und genau deswegen geht Makita so stark nach unten, dass du einfach sagst, okay, ich gehe jetzt einmal in das 40 Volt System rein, bleibe da auch und komme damit klar. Und übrigens, weil es ermöglicht wird, so viel Energie rauszuziehen, haben wir hier zum Beispiel einen recht kompakten Schlagschrauber mit 40 Volt, aber 1800 Newtonmeter. Nicht schlecht, oder? 1800 Newtonmeter. Ach, apropos, tut mir doch mal einen Gefallen. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, wenn ich irgendwas hiervon mal testen soll. Weil zum Beispiel bin ich der Meinung, es gibt ja von DEWALT einen großen Bohrhammer. Mann, heute ist aber auch was los. Mit 54 Volt, der hat so um die 20 Joule. Da könnten wir doch mal den gegen den 80 Volt laufen lassen. Also den 54 Volt gegen 80 Volt mal testen. Oder. Also schreibt das mal ruhig unten in die Kommentare. So, und jetzt aber nicht genug der Lobhudelei bei Makita. Weil es ist schön, wenn der Groschen mal fällt, also bei mir, ich hoffe auch bei euch. Und zwar ist es so, wir haben von Makita ein normales Ladegerät. Das Ganze ist 45 Volt Akku, hier so. Gut, die 40 Volt mit laden. Makita hat auch ein Doppelladegerät, was ich super finde, damit du, wenn du 80 Volt Geräte hast, zwei gleich reinstecken kannst und zwei im Gerät hast. Soweit, so gut. Finde ich gut. Ich glaube, das behalten wir auch gleich. Aber was ich super finde, von Makita gibt es einen Adapter. Den tust du hier rein. Und dann kannst du mit dem, leider haben wir ihn gerade nicht da, der kam nicht schnell genug hier an, Adapter rein und dann kannst du deinen 18 Volt Akku damit laden. Das heißt, du musst auf die Baustelle, wenn du 40 und 18 Volt hast, nur ein Ladegerät mitnehmen. Zum Beispiel das oder das. Mit dem Adapter steckst du also Adapter darauf, das hier rein und wird es geladen. Interessant ist auch Folgendes, wir haben hier einen Schnelllader, der lädt selbst alte 18 Volt Akkus ein klein wenig schneller. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel von dem 5 Ampere Stunden reden, ja, dem 5 Ampere Stunden Akku, den wir hier haben, dann ist es so, dass wir den in etwa 50 Minuten komplett vollladen. Ja? Und das ist schon eine Menge, was wir hier auch reintun. Und das finde ich schon ganz schön schnell. Ja? Gerade jetzt bei den kleineren Akkus sind das teilweise nur 20, 30 Minuten, die hier das Gerät braucht, um es vollzuladen. Und jetzt nochmal eine ganz wichtige Funktion oder ganz interessante Funktion, die nach meinem Wissen, und ich habe wirklich fast eine Stunde recherchiert, das ganze Internet durchwühlt, habe das Internet dann ausgedruckt, nochmal einmal durchgelesen, habe nichts gefunden. Nämlich, aus meiner Recherche her ist es so, dass Makita der erste ist, wo der Akku und das Gerät miteinander kommunizieren. Und zwar in folgender Art, nämlich dass, nehmen wir mal den Akkuschrauber, wenn ich hier eine kleine Schraube reinschraube, so eine 4x40 oder so, ja, schraube die so rein, brauche ich natürlich nicht die 40 Volt, die maximal, ja, brauche ich nicht. Und dann ist es so, dass das Gerät mit dem Akku kommuniziert und der hier so ein bisschen auf Sparflammen läuft, so ein bisschen entspannt, so, ey, was geht hier so, ein bisschen chillt. Wohingegen, wenn ich maximal loslege, dann danach, ich mache ganz viele 4x40 schraube ich und dann gehe ich auf eine richtig große Schraube, auf eine 10x100 meinetwegen, schraub los, dann zieht er auch das Maximale hier aus dem Akku raus. Dementsprechend ist es so, dass er den Akku schont, dadurch bleibt er im Schnitt kälter und er verbraucht auch, weil er schonender bearbeitet, hält er auch länger, beziehungsweise du kommst einfach weiter damit. Das finde ich eine super Sache, das ist wirklich etwas, wo ich sage, Mensch, all das wussten wir noch nicht. Oder ich wusste es zumindest nicht. Und deswegen schreibt mir bitte unten in die Kommentare, was sagt ihr dazu? Ich habe übrigens auch überlegt, was könnte der Grund sein, warum Makita das Ganze nicht kompatibel gemacht hat.
Warum haben Sie nicht gesagt, Mensch, 18 Volt und 40 Volt machen wir kompatibel zueinander? Das heißt, ich könnte ja auch sagen, ich habe 18 Volt Geräte, also ich mache die Kontakte, also die Aufnahme gleich und dass ich es reinsetzen kann. Ich glaube, das hat klar zwei Gründe. Nummer eins ist wirklich der Halter, weil der Halter hier von den alten ist wirklich schon ein bisschen schmächtig im Vergleich zum anderen. Das zweite sind aber, glaube ich, die Kontakte. Die Kontakte der 40-Volt-Geräte sind wirklich amtlich, im Vergleich auf jeden Fall mega amtlich zu den alten Geräten. Und wenn Sie den Kompromiss eingegangen wären, zu sagen, naja, wir versuchen irgendwo noch damit klarzukommen, dass auch die 40-Volt-Geräte kleine Kontakte haben, das wäre, glaube ich, nicht gut gegangen. Und deswegen mussten Sie diesen Weg gehen. Der ist zwar schmerzhaft, auch nicht super schön jetzt für jeden, aber verständlich. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt alles dazu nahe bringen und ich hoffe wirklich inständig, dass es euch auch nicht zu lang war und nicht zu langweilig war. Weil es gibt hier so viel Informationen. Ich könnte, wenn ich ganz ehrlich bin, ich könnte nur eine halbe Stunde weitererzählen, aber lassen wir es erstmal für heute. Wenn du mehr Informationen haben willst, schreib es unten in die Kommentare. Wenn du möchtest, dass ich nochmal andere Akkusysteme mir anschaue, ja, was auch immer, ja, dann schreib es auch mal unten in die Kommentare. Einige, zum Beispiel Proko habe ich mir schon mal angeguckt, das findest du hier oben. Und bitte denk an Folgendes. Jeder Kommentar hat natürlich die Chance auch zum Gewinn. Und zwar gibt es ja heute dieses wunderschöne Radio zu gewinnen. Huiuiui. Jetzt kann ich nur sagen, ran an den Akku und bis zum nächsten Mal.